Glatte Haut, perlweiße Zähne, volle sinnliche Lippen, verführerische Augen. Der immer gleiche, feminine Stereotyp blickt uns wie ein seelenloser Klon an. Frauen in Werbungen sind zur Makellosigkeit verdammt und werden als Sexobjekte verkauft. Die ewige Erfolgsformel Sex Sells scheint vor allem für weibliche Körper zu gelten. Aber welche Frauen verbergen sich eigentlich hinter diesen geschönten Masken? Und in was für einer Welt leben sie? Letzten Sommer bin ich nach London gezogen und dann war ich eines Abends aus und mir wurden dann mehrere Menschen vorgestellt. Einer darunter war ein Manager, Agent oder irgendwas derartiges und der hat mir angeboten, dass er mir Image-Modeling-Jobs vermitteln kann. Vor ein paar Monaten habe ich eine WhatsApp-Nachricht bekommen und da wurde mir angeboten, dass ich auf ein Dinner gehe mit einem sehr bekannten Schauspieler und würde dafür 2 Stunden mehrere tausend Euro bekommen. Und dann habe ich halt nachgefragt und der hat dann gesagt, dass ich einverstanden sein muss mit Natural Intimacy. Dann war schon klar für mich, das kann nicht normal sein. Habe dann nachgefragt und habe dann gesagt, es tut mir leid, ich bin kein Escort, ich bin ein Model. Mir wurde auch gesagt, dass das viele Topmodels gemacht haben, dass das das Normalste ist und dass die sich auch im Millionenrahmen bewegen, was sehr schockierend ist. Also der hat mich versucht zu überzeugen, dass man nicht weiterkommt, wenn man solche Angebote nicht annimmt. Sehr hübsch heißt ja nicht nur aufsteigen, sondern womöglich permanent auch von sexuellen Übergriffen belästigt zu werden. Im Übrigen eine Praxis, die auch weniger hübsche Frauen erzählen können. Denn Sexualität hat ja bekanntlicherweise relativ wenig mit Aussehen zu tun, sondern sehr viel mit auch eben Macht- und Gewaltverhältnissen. Was ich immer wieder höre bei Shootings, dass man das Oberteil bzw. den BH ausziehen soll, weil es sehr störend im Porträt ist, dann frage ich mich, okay, im Porträt, Gesicht, warum ist es jetzt störend, wenn da irgendwo ein BH zu sehen ist? Und ich habe dann auch oft erlebt, dass die dann probieren sogar, dir zu helfen beim Ausziehen oder so, als wäre es ganz normal, ohne zu fragen. Finde ich nicht okay. Das Problem ist, dass es vielen Agenturen bewusst ist und denen dann einfach egal ist. Wo ich nach London gezogen bin, war ich zuerst bei meiner Agentur in München und die haben mir dann auch gesagt, dass ich zu breite Hüften habe für die London Fashion Week. Was mir sehr absurd erschien, weil es war wirklich nichts drauf. Also es war nichts drauf, das waren nur Knochen auf der Seite. Und da bekommt man auch Komplexe. Und da fragt man sich schon mal, was ist eigentlich falsch mit dieser Industrie? Man muss alles hinterfragen. Wenn ich mir anschaue, wie meine Fotos entstehen, es ist alles gestellt. Es ist nichts echt. Wenn ich Fotos von meinen Modelkampagnen anschaue, ist das für mich ganz klar, das bin nicht ich. Also was passiert, es wird so ein Einheitsgesicht oder ein Einheitskörper drüber gelegt und damit wird eigentlich die Persönlichkeit weggemacht, gewünscht oder das heißt, so viel Persönlichkeit ist nicht interessant. Ich als Model weiß ja, wie viel da wirklich gemacht wird. Stundenlanges Make-up, Styling und Bearbeitung und ich weiß wirklich, wie es hinter den Kulissen abgeht. Aber auch wenn ich mir Selfies anschaue, ich habe früher auch extrem meine Selfies bearbeitet und wenn ich mir die heute anschaue, ich erkenne mich da auch nicht wieder. Viele folgen diesen perfekten Instagram-Seiten, weil das so eine Art Traum ist. Das ist eine Welt, die anstrebenswert ist. Das Ding ist, dass die gar nicht anstrebbar ist, weil sie gar nicht existiert. Das Problem nun, wenn wir beständig mit Bildern gefüttert werden, ist, dass unser Gehirn Bilder nicht verarbeiten kann. Ich kann auch nicht, weil es Gesichter sind, so wirklich erkennen und bewusst mir machen, dass es sich nur um Bilder handelt. Das heißt, beständig verändere ich mein Schönheitsideal und aus dem heraus führt natürlich dann, wenn ich das mit meinem Selbstbild vergleiche, dann kann sich ganz leicht so ein Defizitgefühl einstellen, ne, dass man
eher einen negativen Aspekt davon erlebt, dass ich selber nicht mehr so schön aussehe wie das, was ich die ganze Zeit meinem Gehirn habe bilden lassen. Mittlerweile strebe ich auch echt mehr nach unbearbeiteten Bildern. Und mir ist es auch wichtig und meinen Followern ist es auch sehr wichtig, dass ich mehr echte Fotos zeige. Und die schätzen das auch sehr. Und meiner Meinung nach ist es auch wichtig, dass die Seiten, die so viel retuschieren, dass sie vielleicht auch irgendwie darauf hinweisen, dass das nicht echt ist. Weil diesen Menschen ist oft nicht bewusst, was für eine Auswirkung das haben kann und was das mit jungen Menschen macht. Das ist extrem gefährlich und meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Thema, was noch gar nicht genug besprochen wird in unserer Gesellschaft. Um das abzumildern, den Effekt von photogeshoppter Schönheit, wenn wir das so nennen mögen, kann man das Beispiel Frankreich nennen, in dem solche Manipulationen gekennzeichnet werden müssen. Das könnte tatsächlich helfen. Da darf man nicht vergessen, das Bild wirkt stärker als die Kennzeichnung. Es gibt keine einfachen Tricks. Aber wer seine inneren und äußeren Schokoladenseiten erkennt, hat schon viel geschafft. Schönheit kommt nicht nur von innen. Aber sie fängt dort an.